Was? Warum denn? Hallihallo, liebe Kaspar, Kasparinnen und Kasparinos. Mein Name ist Arbeitspulli und die Leute sagen heute gar nichts, denn es ist wieder Otto-Zeit. Und bei Otto sagen die Leute nichts, sondern gucken still zu, um die Tiere nicht zu verjagen. Wir sind mittlerweile schon angelangt beim vierten Teil. Im letzten Teil haben sie Bären gesehen und was gegessen. Unter anderem Pilze, bin schon sehr gespannt, ob es ihnen immer noch gut geht. Aber es kommt ja auch eine Zusammenfassung jetzt im Video, das ist sehr praktisch, da muss ich das eigentlich gar nicht machen. Da könnte ich das dem Sprecher mit dieser angenehmen und uns allen bekannten Stimme überlassen, der das macht. Ich finde das cool, wo kriegen die Leute immer solche Sprecher her? So, das ist der Grund, warum wir immer eine Waffe mitnehmen. Wir haben den ersten Grizzlybär. 100 Meter entfernt vom Lager, wir wollten gerade aufbrechen. Da vorne ist er. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Ja, jetzt sehe ich ihn. Da putze mir aber gerade die Waffe oben raus. Warte. Okay. Der Tag ist gefühlt eine halbe Stunde alt. Der kommt alt. Jetzt hier rüber, Otto, ne? Ja, und wir haben zwei Grizzlies. Okay. Ja, für jeden einen. Der kommt genau auf uns zu. Das ist was, das möchte ich nicht unbedingt erleben in freier Natur. Dann lieber ein Reh. Doch, also wenn ein Reh auf mich zukommt, gerne, aber ein Grizzly, nee, muss nicht sein. Ist jetzt nichts persönlich gegen Grizzlybären, sind bestimmt auch ganz nette Kerle, aber nein, danke. Ja, verzichte ich gern drauf. Bär! Hört aber nichts. Du hast eine ready? Ja. Ja, ich hatte es in der letzten Folge schon gesagt, möglicherweise versteht der Bär weder Deutsch noch Englisch, weil Kanada natürlich... Die sprechen Englisch und Französisch. Da müsste man es vielleicht mal auf Französisch versuchen. Ich stelle mich rechts von dir. Hey! Der kommt schnell. Ich mach einen Waffen. Ja, es ist dunkel, der Bär hat die Kamera gefressen. Oder so. 30 Tage sind zwei Freunde abseits jeglicher Zivilisation in der Wildnis von Kanada auf sich alleine gestellt. Wunderschönen guten Morgen aus Fort Knox. Hier draußen stehen Grizzlies, Wölfe, ganz oben in der Nahrungskette. Mit jeweils über 30 Kilo auf dem Rücken geht es zu Fuß 300 Kilometer querfeldein durch dichte Wälder, über schroffe Berge und reißende Flüsse. Ex-Elite-Soldat Otto Karasch und Extremsportler Fabio Schäfer sind der Survival Squad. Ist schon krass schön hier. Wahnsinn. Ja, putzen wir aber gerade die Waffe oben raus. Jetzt sieht er uns. Der kommt jetzt hier rüber, Otto, ne? Hey! Ich meine. Willkommen in der Wildnis. Ja, schönen Dank. Bevor diese Folge startet, kommen wir noch zum Partner dieses Videos, weil ohne solche Partner wäre das ganze Projekt nicht möglich gewesen. In diesem Fall ist das Samsung und Samsung hat uns einen sehr coolen Beamer geschickt. Das ist der Freestyle in der zweiten Generation und aufgrund seiner praktischen Größe ist dieser nicht nur für Indoor, sondern auch Outdoor-Trips geeignet. Das heißt, wenn ihr mit dem Camper unterwegs seid oder wie wir gerade im Lost Place, könnt ihr den Beamer mitnehmen und egal auf welchen Hintergrund projizieren. Sprich, durch das Auto-Setup stellt er automatisch Farbe, Winkel, alles ein und so ist es auch möglich, zum Beispiel das Ganze an die Decke zu projizieren oder an eine schräge Wand. Ihr könnt das Ganze connecten mit eurem Smartphone, egal ob Android oder iPhone, und ihr habt natürlich auch einen guten Sound im 360-Grad-Klang, der euch unterhält. Sind der Survival Squad. Ansonsten habt ihr eure Lieblings-Smart-TV-Apps vorinstalliert, sodass ihr Filme, Serien und so weiter schauen könnt. Den Freestyle könnt ihr über eine herkömmliche Steckdose mit Strom versorgen oder unterwegs mit einer Powerstation. Ansonsten für die maximale Mobilität gibt es von Samsung direkt noch die Akku-Base. Die bietet euch 3 Stunden Akkulaufzeit. Und mit dem Gutscheincode SQUAD spart ihr bis Ende des Jahres 10% auf den Freestyle und bekommt die Transportbox, die euren Beamer vor allem schützt, noch dazu. Und so könnt ihr schon ziemlich bald eure Lieblingsserie auf YouTube, Survival Squad, auf bis zu 100 Zoll großen Hintergründen anschauen. Fettes Danke an Samsung und wir machen jetzt weiter mit der Serie.
Ja, das Jahr ist vorbei, also die 10% gelten nicht mehr, aber trotzdem, klingt gut. Also wenn ihr mal vorhabt, Survival zu machen irgendwo in der Ballerei und einen Beamer braucht für unterwegs, das klingt doch toll. Da hat man abends was, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt wieder 5 Kilometer durch unwegsames Gelände, der Magen hängt mir in den Kniekehlen, die Wölfe und Bären sind hinter mir her, aber jetzt gucke ich erstmal Fußball, das ist toll. Und mit 3 Stunden Akkuleistung, da kann man auch so ein ganzes Spiel verfolgen. Also das geht schon. Es könnte sogar fast für 2 Spiele rein. Ah, das ist Wahnsinn. Das ist toll. Darf halt keine Verlängerung sein. Oder Elfmeterschießen. Dann kommst du mit 3 Stunden nicht mehr ganz hin für 2 Spiele. Aber irgendwas ist ja immer, du kannst, man hat ja da auch mal Sonne. Also du kannst ja ein Solardingsbums hinstellen oder so ein Windrad. Dann passt das schon. Also das geht. Würde ich sagen, ganz toll. Samsung, ich habe jetzt auch Werbung für euch gemacht. Waren wir dann bitte zu mir. Fuck, ey. Ich hab mein Handy. Wahrscheinlich krieg ich demnächst Post von Samsung. Ich soll das Video runternehmen. Liegen lassen. Guck mal, da ist ein Karibu. Hast du noch ein Handy? Beobachte bei sowas. Wieso ein Handy? Wollt ihr das Karibu jetzt anrufen? Was immer, Fabio. Der vorne geht, beobachte nach oben. Hinten, immer nach hinten. Immer mal nach hinten gucken, ja, weißt du? Ja. Lass uns da ins Wasser gehen, Wasser laden. Ja. Was suchst du? Das Handy habe ich verloren. Das Handy? Oh, das ist aber nicht gut. Ich habe ihn damit gefilmt. Ja, ruf doch einfach mal drauf an und geh dem Klingeln nach. Dann habe ich mich runtergebeugt. Und als ich die Waffe rausgeholt habe. Wir sind noch beide, ich weiß nicht, halt mal die Hand. Aber bei mir geht's jetzt wieder. Na, bei mir auch. Voll mit Adrenalin. Der Bär hat nicht gehört aufs Rufen. Gar nichts, kam immer näher und immer näher. Wir mussten den Warnschuss abgeben. Voll gepumpt mit Adrenalin. Ich meine, wie viel Meter vorher? 30 Meter vorher umgedreht? Ja. Weggerannt, das war eigentlich kurz davor. Ich hatte schon ein Visier, um zu sagen, wir müssen jetzt auf den Bären schießen. Oh, das ist eine Situation, die ich auch nicht erleben möchte. Also ich würde auch nicht auf so einen Bären schießen wollen. Muss man erstmal sacken lassen, Situation. Ja, absolut. Weil im Endeffekt, ja klar, es ist lebensgefährlich, man muss sich dann selbst schützen, aber ja, man ist ja eingedrungen in seine Wohnung quasi und ja, du gehst ohne Not, ohne wirkliche, durch die Wohnung von einem Tier und knallst es ab, weil es dir gefährlich wird. Ist schon irgendwie eine blöde Situation. Absolut. Erstmal durchatmen, was trinken. Boah, ich bin voll am Zittern noch ein bisschen, ne? Hand nicht, aber, ich merke Adrenalin. Adrenalin ist auf jeden Fall am Start. Adrenalin, als der uns angeguckt hat, auf uns zugelaufen ist, da wird einem anders. Vor allem, wir haben gerufen, Bär, 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 wo der drüben noch stand auf der anderen Seite vom Bach. Ja. Aber, ja. Ja, vielleicht ist er deswegen gekommen, wenn ihr ruft Bär, dass er sagt, oh, ich bin gemeint, was wollen die von mir? Ich geh mal hin. Vielleicht hätte er rufen sollen, runter von meinem Grundstück oder ich rufe die Polizei, Herr Müller oder so. Ich weiß, ich bin jetzt kein Bärenpsychologe, aber ich könnte mir doch vorstellen, wer das verstanden hat. Oh, die rufen mich, ich gehe mal hin, die wollen was von mir. Vielleicht suchen sie den dritten Mann zum Skat, man weiß es ja nicht, du steckst ja nicht drin. Er kennt die ja auch noch gar nicht, weiß ja nicht, was die von ihm wollen. Andere Nummer, da merkt man, es ist kein Kindergeburtstag und der weiß nicht, was er gemacht hätte. Ja, Tag 5. Tag 5. Ja, das weißt du beim Bären nie so genau. Wie hieß denn dieser Raubtiertrainer, dieser ganz bekannte Deutsche, der auch mal von seinem eigenen Löwen angegriffen wurde, weil der Löwe Zahnschmerzen hatte. Also da war der Löwe halt einfach gereizt. Der, ich glaube, das war der mal gesagt hat, bei einem Bären, die haben ja so in der Form keine Mimik und auch körpersprachemäßig ist da nicht so viel los. Da kannst du eigentlich nur am Geruch erkennen, ob die aggressiv sind, aber da musst du auch drauf trainiert sein. Meistens erkennt man es am Geruch der eigenen Hose. Dann ist aber zu spät. 5 und schon so viele Begegnungen. Hätte der uns blöd überrascht, wäre schlecht gewesen. Ja. Ja, deswegen immer Rundumblick. In der Wildnis immer Rundumblick. Weißt nie, wer hinter dir steht, oder was? Otto hat gerade den ersten Fisch hier gespottet. Laut Otto eine Esche. Eine Esche? Sind Eschen nicht normalerweise Bäume? Wir haben vor uns wieder einen ordentlichen, großen, breiten Bach, also den North Nahanni River.
und können jetzt entscheiden, gehen wir oben über die ganzen Hügel, wo wir Höhenmeter machen müssen, oder weiter im Flussbett. Da ist der Untergrund manchmal ein bisschen ungemütlich von den Steinen, aber da können wir deutlich mehr Meter machen, sehen noch mehr. Das heißt für uns, wir müssen jetzt einmal wieder hier durch. Flussüberquerung, die 93. geführt. Ein großer Vorteil ist natürlich das klare Wasser. Ja, das ist toll. Und ich glaube, es ist auch nicht mehr ganz so brutal kalt hier unten. Ja, das ist aber recht tief. Man sieht, wo man hintritt. So, eine Runde Füße quälen mit spitzen Steinen und 36 Kilo Rucksack. Aber es wirkt auch nicht mehr ganz so reißend von der Strömung her wie weiter oben. Kann natürlich auch täuschen. Aber guck mal, wie wunderbar klar dieses Wasser ist. Und das sind so Prozeduren, die fressen natürlich eine Menge Zeit. Rucksack ab, Schuhe umziehen, mit den anderen Schuhen durchgehen. Alter, dieser scheiß Rucksack und die Füße. Wie auf rohen Eiern gehen. Wir bewegen uns langsam vor. Okay, also, wenn ihr in der Wildnis von Kanada mit dem Flugzeug abstürzt, nehmt Warthosen mit. Jetzt wieder. Und wir gucken jetzt, ob wir irgendwas da hinten, wo die Felsen sind, vielleicht mal einen Spot finden, wo wir angeln können. Um doch mal vielleicht Fische zu haben als Essen. Und uns geht die ganze Zeit diese Bärenattacke nicht aus dem Kopf. Und wir wollen jetzt den Kopf erstmal ein bisschen freikriegen. Bisschen marschieren und gucken wegen Nahrung. Hinter uns haben wir jetzt den ersten Spot, wo wir sagen, da könnten wir angeln. Ihr seht das Wasser, da wo es so ganz tief ist und nicht mehr ganz so schnell fließt. Wir haben ja schon einen Grayling, heißt es hier, eine Esche schon gesehen, eine kleine heute. Und das wäre eigentlich so ein Spot, wo man angeln könnte. Wir wollen jetzt aber erstmal weiter ein paar Meter noch machen. Bedeutet aber für uns, good news, so langsam kommen wir in Richtung Angelgewässer. Endlich essen, dass wir zur Not, oder nee, endlich mal hoffentlich was futtern können. Ja. Mit ein bisschen Salz dabei und Chilisalz zusammen. Ja, oder? Aber schöne Stelle einfach, oder? Dieses Wasser, es sieht einfach mega aus. Ja, das stimmt. Also das sieht schon toll aus. Mir gefällt's. Und wir sehen hier, wir sehen ohne Ende Spuren. Ja, und also zumindest die eine sah auf jeden Fall nach Bär aus. Hier, alles Karibu-Spuren. Die da lang gelaufen sind. Auch recht frische. Moment, das eine hatte doch vorne Krallen dran, oder? Ja, ein Karibu, das latscht natürlich einfach durch. Durchs Wasser. Das muss die Schuhe nicht ausziehen wie wir. Ja, ist eine Frechheit. Gut, wird natürlich auch zu lang dauern, weil das müsste ja dann immer vier Schuhe wechseln. Das dauert dann doppelt so lang. Da käme das arme Vier überhaupt nicht mehr vorwärts. Jetzt wäre ich gerne ein Karibu. Wir haben erst Tag 5 und uns beiden geht der Bärenangriff nicht aus dem Kopf. Das war jetzt eine super, super knappe Kiste, die auch hätte ganz anders ausgehen können, wenn wir den Bären nicht entdeckt hätten. Wir wären irgendwo durch die Büsche gegangen, wie wir sonst so oft schon gemacht haben, durch irgendwelche kleinen Schluchten. Auf einmal wäre er vor uns gewesen, wir hätten keine Zeit zu reagieren, keinen Warnschuss abzugeben. Ja, und wenn ja nachher... oder irgendwann später mal in den Wald kommt, wäre das noch schlimmer. Der Bär attackiert einfach. Und wir wollen jetzt einfach nur mal ein bisschen die Gedanken mitteilen. Fabio und ich sind echt gerade überlegen, ist es das wert, so eine Tour weiterzumachen oder riskieren wir unnötig unser Leben, das Leben der Familien damit, weil das wäre natürlich auch, kann man ja ruhig sagen, zum Teil zerstört mit so irgendwas. Absolut. Also ist das jetzt einfach nur so ein... Ja, und das Leben des Bären, weil... Wenn er den abknallt, wäre ja auch nicht wirklich nötig, weil, ja, ich hab's ja vorhin gesagt, die sind ja jetzt nicht wirklich aus Not da, weil es nicht anders geht, sondern die sind ja freiwillig hin, um diese Strecke da abzugehen. Ja, wäre jetzt nicht hundertprozentig nötig, dass man da in eine Situation sich bringt, in der man einen Bären schießen muss, weil sonst würde er einem anknabbern. Absolutes Ego-Ding, wo man sagt, wir müssen weitermachen. Ja. Weil wir krasse Typen sind. Ja. Und,
Also es beschäftigt uns sehr gerade. Die letzten Kilometer waren jetzt wirklich, wir haben jetzt noch nicht viel gemacht. Ja. Aber geht es die ganze Zeit durch den Kopf durch, oder? Vor allem, wir müssen bedenken, wir hatten innerhalb von 15, 20 Minuten 2 Grizzlies. Ja, und vorher die Wölfe. Mhm. Der eine, der uns zum Glück früh genug gewittert hat und ein alter, großer Bär war, der abgehauen ist, der sich gedacht hat, oh, okay, kenne ich nicht, hau ich ab. Und das andere war genau das, wovor uns gewarnt worden ist. Ein junger Bär, der noch nicht viel kennt, die total neugierig sind, sich erstmal die Welt entdecken wollen, wie so Teenager, sagen, oh, ich bin eh der Stärkste und Größte. Wenn sowas eben nachts passiert, wir liegen in unseren Schlafsäcken, wir haben jede Nacht mit Moskitos zu tun, ziehen uns die Dinger über den Kopf. Und da müssen wir halt auch realistisch sein, wenn so ein brachiales Tier mitten in unserem Lager auf einmal steht oder am Lager, dass wir da mal angefangen haben, ja. Moskitonetz, Schlafsack, Biwaksack. Jo, dann klemmt der Reißverschluss. Waffe, durchrepetiert. Man hat eben auch bei dem Bär gesehen, wie schnell die sind. Ja. Und sehr schnell, ja. Der hat easy peasy hier so einen Fluss überquert. Ja, ich glaube, ein Bär kann schneller rennen als ein Pferd. Zumindest kann ein schneller Bär schneller rennen als ein langsames Pferd. Aber theoretisch, praktisch, ja. Was macht er dann, wenn er 2 Meter vor einem steht und man liegt im Schlafsack? Ja. Wollt euch einfach mal unsere Gedanken mitteilen. Und die, wir denken gerade sehr drüber rum, wie weit wir gehen wollen und was Sinn macht tatsächlich. Deswegen, ganz ehrlich, Gedanken geteilt. Ja, so sieht es gerade bei uns innen drin aus. Wir haben wieder mal einen Freudemoment, denn wir sehen die ersten Birken. Und oh, das ist toll. Birken sind auch die Bäume, die ich sogar erkenne, weil sie diese weiße Rinde haben. Wenn natürlich irgend so ein Troll hingeht und malt die Dinger braun an, dann halte ich die Teile auch für Tannen, aber sonst erkenne ich die recht sicher, ja. Birken bedeutet, wir kriegen Feuer weit schneller an. Was schon mal sehr, sehr gut ist. Die sind nicht besonders groß, aber es sind Birken. Die ersten Birken auf der Tour. Und angeblich ist direkt unter der Rinde von Birken so eine Schicht, die man wie Spaghetti kochen kann. Hab's aber noch nie ausprobiert. Wie man sich einfach über so einen Baum freuen kann. Einfach über so einen kleinen Baum. Sehen ein bisschen anders aus wie bei uns von den Blättern. Da ist wieder hier der schöne Bisonberry. Ja, nee, doch, so sehen die bei uns auch aus. Also die kleinen Mini-Birken. Krass, das sieht gar nicht so, also vom Blatt her völlig anders als bei uns. Ach, die haben Blätter? Völlig anders. Aber Rinde fühlt sich so an. Ja, und die ist auch schön weiß. Also daran erkenne ich die Birke immer. Zundermaterial. Dass wir jetzt hier auf dem flachen Flussufer laufen können, ist natürlich ein absoluter Jackpot, weil die letzten Tage mal hoch, runter und da war der Fluss nie breit genug. Und jetzt hier auf dem Ebenen laufen zu können, sorgt dafür, dass wir natürlich deutlich schneller unterwegs sind. Ja, so kommt man auch schneller vom Bär weg. Wie groß ist eigentlich das Revier von so einem Grizzly? Weiß das einer auswendig aus dem Kopf? Und Strecke machen können. Was wiederum Hoffnung gibt, dass wir bald an eine Stelle kommen, wo wir fischen können. Gerade eben habe ich noch vom Flussbett geschwärmt, dass wir schön Strecke machen können. Jetzt müssen wir aufgrund des Flusses, des Verlaufes hier wieder hoch und über die Hügel. Aber es geht nicht anders. Das ist was, was ich absolut nicht ausstehen kann. So permanentes Bergauf, Bergab. Im Ebenen, da kann ich stundenlang sitzen und zugucken, aber bergauf, bergab, oh nee, das ist so anstrengend. Ach was. Kurzpause? Kurzpause, ja. Vielleicht da vorne können wir besser sitzen. Wir sind gut außer Atem. Haben uns gerade diesen kleinen Hügel da hochgekämpft, was gar nicht so hoch aussieht, aber mit dem Gepäck und leichtem Energiemangel ist es schon sehr sportig. Es sieht super, super schön aus. Deswegen, wir lassen jetzt einmal für euch die Drohne steigen, damit ihr auch erfahren könnt, wie
schön das einfach hier ist. Oh ja. Ah, die Musik ist ein bisschen laut. Ja, aber jetzt sieht es doch schon langsam aus wie Kanada. Ich freue mich gerade sehr. Ich habe was gefunden, was ja, Otto und mich immer an diesen Trip erinnern wird. Losung! Und zwar eine Abwurfstange vom Karibu. Ach so, ich hatte schon gedacht, Losung. Ja, zack, in Deutschland wäre das schon Wilderei. Die packen wir auf jeden Fall ein. Ich will jetzt mal Otto zeigen. Otto! Geil! Mega. Fabian und ich machen jetzt mal eine kleine Bärenmahlzeit. Was haben wir gefunden? 4 Stück haben wir schon. Hoffentlich die gleichen wie gestern. Hoffentlich die gleichen wie gestern. Ja, das weiß man bei Pilzen nicht so genau. Wir haben es uns aber gut gemerkt und abfotografiert, also das sollte funktionieren. Ja, Feuer machen, kleine Pilzpfanne. Guck mal, wie viel, was die Ausbeute so mit sich bringt jetzt, ja, hier. Ich freue mich schon auf den Geschmack von gestern und das Salz. Das freue mich auch drauf. Ich bin sonst gar kein Salzmensch, also null, noch nicht mal Spiegelei, irgendwas. Was? Auf ein Spiegelei gehört doch Salz drauf. Und hier habe ich das echt zu schätzen gelernt. So, Fabio ist jetzt unten zum Fluss und reinigt unsere Pilze. Ich bereite in der Zeit das Feuermaterial vor. Und esse heimlich einen der Schokoriegel, die ich ganz unten in meinem Rucksack versteckt habe. Von Anzündmaterial klein, größer werden, noch größer. So, das war gleich hoffentlich, da bin ich guter Dinge, weil das jetzt wirklich alles schön trocken ist und knackst und knarzt. Unser Feuer haben, eine kleine Pilzpfanne essen, ist wieder gut fürs Gemüt. Dessert für heute ist wohl auch wieder klar, oder? Ja, natürlich. Blaubeersuppe. Man sieht so Bilder von Kanada und denkt so, wie krass ist das denn? Aber wenn man selber live drin ist, die Berge, wie all die Gesteinsformationen irgendwie so laufen, muss überlegt, wie ist das alles entstanden und dann diese Weite auch, die wir hier haben. Ne? Diese Weite hast du in Deutschland ja gar nicht. Ja, weil bei uns natürlich alles zugebaut ist, aber ansonsten hätten wir auch Weite. Wir hätten nicht nur Weite, wir hätten sogar Länge, je nachdem, aus welcher Richtung man guckt. Also man könnte sich ganz hinten an der Rheinebene hinstellen und so weit gucken, wie das Auge reicht. Theoretisch. Praktisch geht's natürlich nicht, aber theoretisch ging das. Heute sogar voller als gestern. Wie sehr läuft dir das Wasser im Mund zusammen? Schon sehr. Schon, oder? Das hat gestern so gut getan, obwohl die Kalorien ja gleich null sind. Aber das ist schon die Kombi, auch mit dem Salz, dann nachher noch Blaubeeren. Das wird gut. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon drauf. Schmeckt wirklich ein bisschen weniger nach Pilz. Ich finde die Konsistenz aber besser heute. Mhm. Wir haben sie nicht so matschig gekocht wie gestern. Ja. Und im Nachgang merkt man ein bisschen das Chili-Gewürz. Wir haben ein Chili-Gewürz dabei. Ja. Ich wollte gerade runter zum Wasser, um das hier auszuspülen. Und auf was stoße ich? Auf Ding. Wieder Bärenspuren. Ja, siehst du, sag ich. Wir sind am Nachtlager für Tag 5 angekommen. Und zwar haben wir uns hier für den Spot entschieden. Hier hinter ist eine Klippe, da ist schön Moos. Wir haben hier gute Sicht und werden jetzt hier Lager wieder aufschlagen mit Tarp und allem drum und dran und hier die Nacht verbringen. Um unser Lager so ein bisschen zu schützen, haben wir hier Totholz zusammengetragen, das wir hier so in die Öffnung legen, um eine reellere Chance zu haben, frühzeitig reagieren zu können, falls irgendwas in der Nacht ist. So sieht unser Lager aus. Fast fertig. Verbarrikadiert, soweit es eben fürs Gefühl gut ist. Ja, aber es sieht doch gut aus. Da hinten wird es schon richtig dunkel.
Donner haben wir schon gehört. Oh, toll. Gibt's wieder Mistwetter. Jetzt haben sie 2 Tage mal schönes Wetter. Blitz eben gesehen, das heißt, gleich dürfte wahrscheinlich auch Regen anfangen. Beim Tarp haben wir natürlich jetzt, ich sag mal, einen theoretischen Fehler gemacht. Und zwar kommt der Wind, bläst in das Tarp hinein. Haben wir jetzt aber mit Absicht so gemacht, damit wir hier quasi in die Richtung sicher sind. Oder gefühlt sicher. Und einmal natürlich, wir haben trotzdem noch Platz runter, wenn der Regen, weil der Regen kommt meist dann auch von der Seite, wenn der Wind von der Seite kommt. Und das sollte hoffentlich auch ein bisschen gegen die Mücken helfen. Ich meine, wenn es eh gleich regnet, auch keine Mücken mehr da. Weil gestern war schon irre mit den Mücken. Da hat man ein kleines Mückennest bei uns. Der braucht eine Fliegenklatsche. Ich kenne da einen fränkischen Medienprofi, der hat da neulich Fliegenklatschen vorgestellt. Das war hochfaszinierend. Na, das ist doch mal ein gemütliches Feuer. Während es im Hintergrund donnert, versuchen wir jetzt noch schnell hier ein paar Blaubeeren zu sammeln, um uns noch mal so eine leckere Blaubeergrütze zu machen. Ja, jetzt die Frage, ob wir das noch rechtzeitig hinbekommen. So, der Wind zieht ordentlich auf. Wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben. Wir wollen jetzt noch, wir haben leider nicht den ganzen Pott gesammelt, sondern nur einen halben. Genau, ist noch ein bisschen drin. Ich hole noch ganz schnell. Haben wir gestern Wasser da reingemacht? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, wir wollten Wasser reinmachen, habe ich gesagt, nee, lass ihn nicht reinmachen, die sind eh voller Feuchtflüssigkeit. Okay. Dann hole ich nur mal meinen Göffel und dann rühre ich nochmal um. Machen wir, schnabulieren wir hier. Und ihr seht schon, wie der Wind gerade aufzieht. Ja, wird gerade etwas ungemütlich. Also, oh, ich bin froh, dass ich ja indoor sitze. Das geht aber schnell, ne? Ja. Drin lassen würde, bevor es komplett verkocht. Nee, dann mache ich umrühren drin, oder? Was meinst du? Ja, ist gut, sonst wird es super wenig. Stimmt, hast auch wieder recht. So, bevor hier der Regen loskommt, genießen wir noch ein bisschen warme Blaubeersuppe. Genau. Heute nur ein Viertel von dem, was wir gestern hatten, aber besser als nichts. Richtig lecker. Also hier fehlt nur noch die Vanillesoße. Und die Waffel. Und die Waffel, ja. Geil. Okay, also wenn ihr in Kanada abstürzt, vergesst nicht, Barthosen, Vanillesoße und Waffeln. Und Ahornsirup. Wer Waffeln hat, braucht auch Ahornsirup. Donner. Oh, schön. Normalerweise, ich mag solche Unwetter, wenn ich drin bin. Ich mach das unglaublich gern, dass ich am Fenster stehe, wenn draußen so ein richtiges Unwetter ist und genieße es, drin zu sein. Aber wenn du draußen bist, dann ist natürlich nichts mit genießen. Ich würde sagen, das ist bisher das gemütlichste und beste Lager. Bis jetzt schon. Das ist der weicheste Untergrund, muss man sagen. Der ist wirklich super weich. Ja, ist alles hier so Moos. Das Einzige ist natürlich, der Wind pfeift hier ganz ordentlich. Aber wir haben einen schönen Windschutz gebaut. Und der Wind pfeift, ja, aber dafür haben wir zum ersten Mal keine Mücken. Das ist so. Obwohl die da draußen eben uns schon überfallen haben. Ja. Und das ist doch sehr angenehm, weil die letzten 2 Nächte wurden wir gut zerstochen. Das stimmt allerdings. Ja. So, Blitz und Donner gibt hier Vollgas auf jeden Fall. Ja. Es könnte eine ungemütliche Nacht theoretisch werden, wenn man draußen ist. Ich glaube, wir können ganz gut pennen. Ja, denke ich auch. Also hier hatte Otto noch eine sehr geile Idee mit den Regenjacken, dass wir hier nochmal geschützt sind von da vom Fluss. Kommt der ganze Wind und das peitscht alles hier rein. Ja, und morgen früh ist alles weggeweht. Ja. Also hoffentlich nicht, wäre ja schade drum. Hat ja alles Geld gekostet. Läuft, würde ich sagen. Läuft. Lagerbau abschließen. Genau. Gute Nacht. Also 1/10 der Strecke haben sie geschafft bisher. Noch nicht ganz. Ich schau gerade unseren Lagerplatz runter. Da sehe ich hier die 2. Okay, es sind nicht nur 2, sondern 4, 5 und das andere 6 Karibus. Krass.
Ich wollte gerade hier Wasser holen und das hier sieht mir doch verdächtig nach irgendeinem Bärenunterschlupf aus, weil da liegt so ganz viel, was ist das, Kot oder irgendwelche Früchte. Das sieht auf jeden Fall sehr seltsam aus. Alles Kot. Da hinten geht's tiefer rein. Keine Ahnung, was das für ein Tier ist, was hier den ganzen Kot rausräumt. Crazy. Ja, das frage ich mich aber auch. Wir haben das alles vollgeköttelt hier. Also ich muss sagen, heute merke ich wieder extremst das Kaloriendefizit. Ich war jetzt hier unten am Fluss, bin jetzt den steilen Hang hoch. Und heute habe ich richtig Low Energy. Wir sind noch keinen Meter mit den Rucksäcken gegangen. Das wird heute sportlich. Wir brauchen unbedingt was zu essen. Wir haben heute Tag 6. Laut unseren Uhren verbrennen wir jeden Tag zwischen 3000 und 3500 Kalorien. Es wird Zeit für eine richtige Mahlzeit. Das ist aber eigentlich wenig. 3500 Kalorien. Ich kenne jemanden, der nichts macht den ganzen Tag über und 5000 Kalorien bräuchte nur, um sein Gewicht zu halten. Und die sind ja nun wirklich mit schwerem Gepäck kreuz und quer, bergauf, bergab unterwegs. So, Nachtlager ist abgebaut. Wir marschieren weiter mit der Hoffnung auf Nahrung. Kommen aber recht schleppend voran. Was ja schleppend ist nicht, aber man merkt einfach die Energielosigkeit. Man ölt hier ohne Ende. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, es glänzt etwas. Du müsstest pudern. Einfach mal ein bisschen Puder auf die Hand, dann glänzt es nicht mehr so. Das ist ein Trick, den benutzen die im Film immer. Schweiß. Es frisst Kraft, aber dafür ist die Gegend, jetzt das Tal, was sich gerade öffnet, malerisch schön einfach. Malerisch schön. Ey, so abwechslungsreich die Gegend, oder Fabio? Brutal. Also hier kriegt man die ganze Zeit irgendwas geboten. Wir sehen hier die ganzen Wildtiere am laufenden Band, überall dauernd Spuren. Dann die Landschaft, einfach so riesig und weit, wie man es nicht aus Europa kennt. Und es ist brutal. Hier natürlich jetzt auch immer schon weit voraus alles abscannen, ob sich da wieder so ein Grizzly verbirgt. Ja. Und dass wir da vorbereitet sind. Aber dennoch kann man hier die Natur genießen. Und das Tal ist einfach wunderschön hier. Guck mal, da bewaldet das jetzt auf einmal ist. Man merkt halt, wir sind ja gut weit runtergekommen von oben. Ja. Von der Baumgrenze. Jetzt ist so ein bisschen mehr blühendes Leben. Oben war Krieg der Steine da oben quasi gefühlt. Hatte auch was, muss man sagen, so richtig episch. Aber das ist jetzt einfach malerisch schön. Ja, nee, mit Pflanzen ist doch schöner. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier die Wilddichte noch mal größer wird, weil es hier einfach mehr zu fressen gibt. Ja, es nicht so lebensfeindlich ist wie ganz am Anfang der Abschnitt. Ja, das bedeutet aber auch mehr Grizzlies. Hier oben in den Bergen, ja. Guck mal, was wir noch einfangen können in Bildern. Videos für euch. Genau. Der Wind, den man da gehört hat, das ist übrigens der Wind, der auch beim ESC verwendet wird. Seit die Windmaschine da kaputt ist, wird er aus Kanada eingeflogen, damit es auf der Bühne schön weht. Die benutzen da denselben Wind. Wir haben gerade drüber gesprochen, dass wir nicht nur an dem Spot, wo wir Pause machen und nächtigen, auf Pilzsuche gehen, sondern auch auf dem Weg dorthin, damit wir vielleicht auch mal heute eine Mittagspause machen können. Jetzt haben wir den Tryback ausgepackt. Den werde ich mir hier gleich an den Chest-Trick dranhängen. Dann können wir da immer Pilze reinhauen und nachher eine größere Portion als die letzten Tage. Sorry. Jo, das klingt sinnvoll. Ich habe mal gelesen, ich glaube, das war von einem Journalist, der im Vietnamkrieg von den Vietcong gefangen und dann wurde wieder freigelassen, nachdem die festgestellt haben, der war ein Journalist, der musste die eine Weile natürlich begleiten. Die haben unterwegs die ganze Zeit auch Nahrung gesucht und gekocht. Also einer hatte so eine Art Palmwedel, der war am Ende ausgefächert und mit ihrem klebrigen Pflanzensaft benetzt. Und ein anderer hatte einfach eine Konservendose mit einem Stück Kohle drin an der Schnur. Und wenn der mit dem Palmwedel dann irgendwelche Vögel, Spinnen, was auch immer von den Bäumen gewischt hat, dann
kam das so, wie es war, direkt in die Dose, wurde hin und her geschwenkt und unterwegs gegrillt hatten die immer was zu essen, ohne dass sie jetzt eine Rast einlegen mussten. Ist natürlich ziemlich eklig, aber sag mal effektiv, aber ekelhaft. Stell dir mal vor, da fangt ja eine Tarantel oder sowas. Und dann müsst ihr das Ding essen. Nee. Wir gehen wieder runter zum Fluss und hier kommen wir wieder im Gebiet. Ich werde die ganze Zeit nur unterwegs und würde den Burgerbaum suchen oder Hotdogbaum oder so. Das wäre toll. Da könnte ich mich drunter setzen und den ganzen Tag mümmeln. Aber Taranteln, da geht. Mit wenig Weitsicht, vielen Büschen, Bäumen. Entsprechend fokussiert sind wir hier in dem Bereich. Weil du mit Taranteln in Kanada wahrscheinlich auch wenig Glück hast. Ich glaube, die gibt's da gar nicht. Das ist mehr so Asien. Gibt's die in Afrika auch? Ich glaube, in Amerika, also weiter südlich, dann gibt's eher die Vogelspinnen. Und die sind aber auch eklig. Also ich mag keine Spinnen. Nee. Hier in so einem Bereich, in dem wir sind, mit so wenig Sicht, gehen wir mal hin, haben die Waffen dabei. Und zwar für allen Ernstfall, für Notfall, quasi jederzeit ready zu haben. Ist manchmal nicht angenehm, das Gefühl, durch so dicht bewaldetes Gelände zu gehen. Aber geht nicht anders. Ja, das ist das Schöne an Deutschland. Da kannst du querfeld ein durch den Wald. Keine Gefahr, dass dir ein Bär begegnet. Gut, in manchen Gegenden gibt's Luchse. Ich glaube, Wölfe gibt's auch wieder in einigen Gebieten. Aber ansonsten, das Gefährlichste, was dir begegnen kann, ist irgendein angetrunkener Lulli, der noch vom Vatertag übrig ist und jetzt sein Zuhause sucht. Aber mit dem kann man sich dann auch verständigen. Außer er ist schon ein paar Jahre im Wald und hat seine Muttersprache mittlerweile verlernt, dann dürfte es ein bisschen schwierig sein, aber dem wirft man dann einfach eine Dose Bier zu und dann ist er beschäftigt und man kann schnell flüchten, das geht schon. Bei Bären geht das nicht, weil Bären kriegen einfach die Dosen nicht auf. Die haben dann die Dose in der Pfote oder in der Tatze, besser gesagt, kriegen die nicht auf, dann fühlen sie sich natürlich verarscht und werden erst recht aggressiv. Zu Recht. Also, wenn ihr einen Bären trefft in freier Wildbahn, werft ihm keine Dose mit Bier zu. Bringt nix. Zumal wir schon gesehen haben, wie schnell so ein Grizzly sein kann. Und vielleicht gucken wir mal aus Versehen nicht in genau in die Richtung, aus der der kommt. Deswegen ist es auch so, dass wir so ein bisschen das so strukturiert haben wie beim Militär. Der da vorne geht, überwacht das vor ihm liegende Gelände oder sichert nach vorne. Und der da hinten geht, haut sich auch immer wieder um. Weil, kann ja sein, dass einem einfach hinter einem was geht. Ja. Umgekehrt wäre natürlich unpraktisch. Dann müsste der, der vorne läuft, quasi rückwärts laufen und würde dann zum Hintermann sagen, Junge, ich sehe nichts, geht aber einen Schritt zur Seite, während er hinten nach vorne guckt und sagt, Junge, du stehst mir voll im Blickfeld, geht doch mal einen Schritt zur Seite. Es wäre eine permanente Streiterei. Da ist es schon so besser. Wäre ja gar nicht so angenehm. Wie ist es, durchs Flussbett zu gehen, Fabio? Angenehm. Ich massiere schön die Faszien in meinen, unter den Füßen. Dadurch, dass ich Barfußschuhe habe, ist das so, wie wenn ich mit einer Faszienrolle die ganze Zeit auf die verklebten Faszien trete. Also es ist ein Schmerz, aber ich liebe den Schmerz irgendwie. Ich weiß nicht warum. Vermutlich, weil ich denke, es ist gut für die Füße. Oh gut, es gibt solche und solche. Wir haben gerade so einen richtig schönen einen Abschnitt hier. Wir können richtig groß durchs Flussbett gehen, einen Meter machen. Klar, man muss ein bisschen aufpassen wegen den Steinen. Die sind alle unterschiedlich groß. Aber es geht. Wir können mal Schraubenmeter. Wir haben knapp 3 Kilometer hinter uns und werden jetzt hier mal eine kurze Pause machen, Rucksäcke absetzen und was trinken. Dann geht's weiter. Wir haben gerade von unserem Pausenspot eine Stelle entdeckt, wo eventuell Fische drin sein könnten. Oh ja, angeln. Ich schau mal mit euch zusammen nach. Oh ja. Okay, also ist er jetzt aktuell keinen Fisch? Nein, immer noch nicht. Nein. Nö. Aber wunderbar klares Wasser. Habt ihr was gesehen? Nö. Ich kann von hier oben nichts erkennen. Die Sonne scheint, wir haben hier ein schönes Pausenplätzchen. Wir dachten gerade so,
Ey, lass uns doch einfach diese Pilzsuppe jetzt mal so zum Mittag machen. Das wäre doch mal geil, so für den Weitermarsch. Und ich greife so nach links, merk nur die Handschuhe, der Sack ist weg und schwimmt irgendwo im Fluss oder liegt im Wald. Pilze sind weg. Ich weiß nicht, ob ihr hier die Kollegen auf der Kamera seht, aber die spotten uns. Ja, die spotten jeder Beschreibung. Wir waren gerade wie so ein paar Geier, wie ein paar Geier, die über uns gekreist sind. Nur weil wir hier mal ein bisschen Päuschen machen. Zack, kommt wieder einer. Mal gucken, na, was ist das? Wir leben noch. Ja, aber nicht mehr lange. Ihr Aasfresser. Ey, das sind sehr kluge Vögel. Noch nie einen Menschen gesehen. Hier, guck mal wieder einer. Alter, Leute, das ist gerade ein Schauspiel. Da hinten hat sich einer hingesetzt, spottet uns. Da. Ja, ihr seid umzingelt. Es werden immer mehr. Ich wette, die tauchen gleich mit dem Dryback und deinen Pilzen auf, weißt du? Ja. Die finden die. So, am Horizont, ihr seht's schon. Oh. Och nö, gibt's schon wieder blödes Wetter. Och ja, arm. Oh nee, das ist doof. Sehen die Wolken wieder so semi-gut aus. Wir wollen noch Meter machen, um hoffentlich jetzt gleich außerhalb von dieser Gletscherzone zu kommen. Oder, weiß ich, da wo einfach der Fluss ein normaler Fluss wird und nicht 10.000 Armen unterteilt ist. Das heißt, wir müssen aber noch einmal komplett rüber. Das machen wir jetzt. Das ist jetzt übrigens nicht mit der Drohne aufgenommen. Da haben sie einen von den Geiern die Kamera gegeben. Beziehungsweise, der hat sie sich einfach geklaut. Sie haben Glück gehabt, er hat sie wieder fallen lassen. Aber guck mal, wie toll klar dieses Wasser ist. Also man sieht vorne nicht mal, dass da Wasser ist, so klar ist das. Wieder Hinweise auf Bären oder einen Bär. Wir gehen. Wir haben Lotsung gefunden. Er hat so Gedanken verloren durch dieses große Flussbett in Richtung heutigen Lagerplatz. Und dann kackt euch ein Bär direkt vor den Bug. Und ich weiß nicht, ob ihr erkennen könnt, was da liegt. Entweder eine Abwurfstange vom Karibu oder ein kompletter Schädel. Aber das sieht noch recht frisch aus. Mega, schönes Fundstück. Fabio ist jetzt gerade durch den Fluss gegangen und holt das, die Abwurfstange. Vielleicht ist auch ein Schädel, ich bin gespannt. Er guckt gerade sehr, sehr skeptisch. Okay, das ist keine Abwurfstange, sondern ein ganzes Karibu. Und es lebt doch und es ist stinksauer. Dann, das ist hier verendet, beziehungsweise wurde gefressen. Krass. Hier noch irgendwelche anderen Spuren? Nee. Okay, jetzt wissen wir es. Da ist auch noch ein bisschen Wirbelsäule mit dran. Das guck mal, ob noch Mark drin ist. Das heißt, das Karibu ist irgendwie verendet, gejagt worden, was auch immer. Fabio wird es uns jetzt gleich präsentieren. Fabio, du sollst nicht ein ganzes Karibu mitbringen? Krass, oder? Hä? Guck dir mal die Wirbelsäule an. Das ist aber wirklich ganz schön massiv. Ja, große Tiere. Das war ein ordentlicher Bulle. Krass. Alter Schwede. Riecht auf jeden Fall krass nach Verwesung. Magst du doch. Lecker. Ja. Boah. Heftig. Da sieht man erstmal, was für eine dicke, fette Wirbelsäule so ein Tier hat. Und wie groß das Geweih hier ist. Guck mal hier, die Käfer im Hirn. Lecker. Yum, yum, yum. Fundstück des Tages, würde ich sagen. Richtig krass, ja. Schönes Andenken an diese Tour. Das sehe ich auch so. So, Fabio operiert jetzt hier die Wirbelsäule ab. Ziel ist nämlich, wenn wir es dürfen, das mit nach Deutschland zu nehmen irgendwie. Mal gucken, ob das klappt. Weil das wäre natürlich was Schönes als Andenken einfach, da mitzunehmen.
Guck mal, das ganze Rückenmark noch drin. Ja. Ja. Haut rein. Mark ist nahrhaft. Lecker. Mhm. Was schätzt du, wie alt? Wie lange liegt das? Das Rot hier, siehst du, das Blutige noch so ein bisschen. Ja. Frisch innen am Bast. Okay. Also jetzt vor, weiß ich, einem Monat, zwei. Wirbelsäule ist jetzt ab. Vom Oberteil. Fabio wäscht das Ganze ein bisschen aus. Und ich bin mal gespannt. Es wäre natürlich echt schön, wenn wir das mitnehmen könnten nach Deutschland. Und dann kann er sich hinhängen in seinen Raum, wohin auch immer ins Haus, als Andenken an diese Tour. So, wie sieht's aus, Fabio? Ja, ist immer noch genug Zeug dran. Ich glaube, das Auswaschen hat nicht viel gebracht, aber... Ich frage mich gerade, so ein Bär hat ja auch eine empfindliche Nase. Wenn man das jetzt mit sich rumschleppt, könnte das für einen Bären vielleicht wirken wie so ein Schild? Hier gibt's Happa, geh mal hin. Dann hoffen wir mal, dass es nicht wirklich alles mögliche Zeug anlockt. Fabio. Ah, ihm fällt's auch auf. Hört jetzt die Herausforderung. Wie kriege ich das noch an den Rucksack dran? Gar nicht. Du könntest es dir aber oben an die Mütze dran machen, dann halten dich die anderen Karibus vielleicht für einen Artgenossen. Wir sind gespannt. Wir haben eben schon gesagt, naja, von Weitem sieht er dann aus wie ein Karibu, was da langläuft. Könnte also vielleicht ins Beuteschema passen. Wir hoffen mal nicht. Ich lasse Fabio einfach so 500 Meter vor mir herlaufen. Das sieht auf jeden Fall sehr handlich aus, dein Rucksack jetzt. Ja, endlich mehr Gewicht. Endlich mehr Gewicht. Der Rucksack ist so leicht. Ja, Mitte 30 Kilo. Steine rein. Denke ich auch, 35 Kilo trainiert halt nicht, ne? Ja, ja. Ja, das ist gut so. Schön. Aber es lohnt sich. Aber es lohnt sich. So ein Andenken. Na, das sieht doch gemütlich aus. Zu Hause zu haben, das erfreut mich schon sehr. Ja, wenn du es mitnehmen darfst, kann natürlich immer noch sein, dass er beim Zoll sagen, ist nicht. Bringst es mal schön wieder dahin, wo sie es herhaben. Dann kannst du die ganze Strecke wieder zurücklaufen. Aber da laufe ich da nicht mit. Nee, kannst du vergessen. Ich glaube, du musst dich einmal drehen für die Kamera. Wir wollen jetzt alle sehen, wie das von hinten aussieht. Ja, Moment. Jawohl. Ja, das kann man machen, würde ich sagen. Ja. Aufs Training. Aufs Training. Und ja, schönen Verwesungsgeruch, den wir jetzt mit uns mitziehen. Wir marschieren hier schätzungsweise jetzt noch den letzten Kilometer bis zum jetzigen Lagerplatz oder zum heutigen Lagerplatz. Und diese Gegend erfüllt uns gerade beide voll mit Freude, weil es ist gefühlt wie das Leben. Ein ganz breites Tal haben wir hier, sehen ganz viele Bäume. Auch Bäume sind toll. Wir wissen, jetzt kommt langsam die Region, wo wir auch angeln können. Ja, und wo mehr Bäume stehen und man die Bären nicht so gut sieht auf Entfernung, weil überall Bäume im Weg stehen. Also wirklich nach jetzt fast 7 Tagen Hunger, würde ich mal sagen. Also wir haben Blaubeeren gegessen. Wir haben Pilzpfanne 2-mal gemacht. Ein bisschen Fleisch, minimal. Dass wir dann jetzt hoffentlich auch wirklich mal vielleicht einen Tag haben, wo wir sagen, boah, man könnte mal satt ins Bett gehen. Da freue ich mich gerade richtig drauf. Oder wir beide freuen uns halt einfach richtig drauf. Weil das jetzt einfach hier eine Gegend ist, wo man sagt, boah, das fühlt sich jetzt nach Leben und Nahrung an. Ob es so ist, das werden wir noch sehen, aber es fühlt sich erstmal so an. Der Sonnenschein trübt, hinter uns donnert's schon. Das heißt, der Regen ist uns auf den Fersen. Ja, diese Moskitos hier überall. Ja, die sind euch auch auf den Fersen. Da stechen die Arme. Hier hängen 2 aufeinander dran. Ja, die machen Snoo-Snoo. Crazy. 1, 2. Sommer oder Winter alt sein. Vor uns haben wir jetzt einen kleinen Canyon, wo der Fluss durchfließt. Wir wollen rechts oben versuchen, unser Lager aufzuschlagen. Gucken, ob wir was Passendes finden. Ordentlich befestigen. Ja, das ist die Aufgabe für heute. Hier haben wir jetzt einen Bau. Oh, schön. Da die Erde sieht super frisch gewühlt aus. Und das könnte sein ein Groundhog. Wir haben wahrscheinlich mehrere solche Bauten. Groundhog. Ja. Das war doch ein Lied von Elvis. Ja, weiß ich nicht. Was. Erdschwein. Erdhörnchen ist es. Könnte man essen.
Wir laufen. Ja, aber die sind so niedlich. Na, wobei, wenn du richtig Hunger hast, da sind solche Kategorien auch plötzlich weg. Wir laufen gerade oberhalb von diesem Canyon lang. Schaut mal bitte, wie schön das ist. Oh, ist das geil. So leicht bläuliches Wasser. Und das zieht sich einfach da durch. Richtig, richtig, richtig schön. Ich gehe jetzt hin und lade hier an dem schönen Fluss hinter uns einmal die Trinkflasche auf und unser Hydration Bag mit 3 Litern Wasser, weil sonst das eine übelste Kraxelei, immer bis nach oben zu gehen wegen 1 Liter Wasser. Dann haben wir genug. Klares, sauberes, feinstes Süßwasser. Liebe Grüße. Ja, wobei oben hat das Karibu reingelullert, aber ansonsten ist es klares Wasser. Grüße gehen raus an Sascha. So, jetzt zum Schluss noch Flasche auffüllen und dabei noch was trinken. Herrlich. So, ich schaffe jetzt mal hier. Aber da müsste man doch langsam mal angeln können, oder? Das schöne Mitbringsel in irgendeinen Baum. So. Also so eine Plage, das habe ich selten erlebt. Wirklich, ist krass. Ja, wieso ist denn nur wieder so dunkel? Ach so. Das war's mit der Folge Survival Squad. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und falls ihr denkt, hey, ich habe die Folge davor verpasst, dann müsst ihr unbedingt auf den Kanal von Otto gehen. Denn das Ganze ist ein Gemeinschaftsprojekt. Wir haben uns dazu entschieden, 2-mal die Woche für euch immer samstags bei Otto um 17 Uhr, mittwochs um 17 Uhr bei mir, die Folgen hochzuladen. Das Ganze könnt ihr natürlich kostenlos hier auf YouTube schauen. Daher würden wir uns auch über Support von euch freuen. Schickt es an eure Freunde und Bekannten, wenn euch die Serie gefällt. Videobeschreibung findet ihr einen Link zu Otto. Abonniert beide Kanäle, aktiviert die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Und ansonsten sehen wir uns am Samstag bei Otto um 17 Uhr. Wenn euch unsere Serie Survival Squad gefällt, den Link habe ich natürlich in die Beschreibung. Fällt und ihr Bock habt, das zu zeigen und uns zu supporten, dann schaut sehr gerne nach unserem Merch im Shop von Otto und in meinem Shop. Aber nur, wenn ihr schön leuchtend gelbe Isomatten habt. Sind dieselben Designs enthalten auf Hoodies, auf T-Shirts und auf viel mehr. Mein persönlicher Favorit ist dieses Design. Vorne schön schlicht Survival Squad und hinten schöner, dicker Backprint. Ah nee, da müsste jetzt hinten groß Arbeitspulli stehen. Das wäre optisch viel besser. Vertrau mir. Link in der Videobeschreibung. Ja, gut, das war's für diese Folge. Bin schon gespannt, ob sie in der nächsten Folge mal an ein angelbares Gewässer kommen. Ob sich ein Bär heute Nacht das Geweih holt oder ob sonst jemand das Geweih holt und generell, wie es weitergeht. Also mir gefällt die Serie zusehends, auch weil ich merke, die machen sich schon ein bisschen Gedanken drüber, wenn sie jetzt heute gedacht haben, brechen wir ab, machen wir weiter, ist es das wert? Also die gehen nicht einfach blind drauf los, die benutzen auch einen Kopf, das gefällt mir. Wobei, also dieses Gedisse von Ottos Isomatte, das bleibt mir noch im Hinterkopf. Gut, würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, möge das mit euch sein. Warte mal, ich mache ja noch ein Intro. Guck mal. Ein Outro.